Like a Hellcat. Hallo und herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Wo fahre ich denn dahin? Zu einer Tankstelle. Okay, da will ich nicht hin. In der Nacht ist da auch nichts Interessantes. Warum fahre ich zu dieser Strecke? Okay, es ist jetzt weg. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. So, weil wir gehen jetzt mal wieder zur Garage. Wie ihr seht, wir sind aktuell immer noch Level 22. Und ja. Ich. Willst du was Lustiges hören? Seit Anna Papis Wagen demoliert hat, läuft das Radio perfekt. Ja, Lukas, du klingst auf jeden Fall nicht erfreut. Entschuldigung, könntest du meine Livery laden? Also. Danke. Danke. Sehr, sehr nett. Wir nehmen mal die Herausforderung Nacht an. Weil wir es können. Und wir gehen jetzt auch erst in die Nacht raus und dann gucken wir, welche Rennen es gibt. Natürlich hätte ich mich da gleich hinporten können. Das profihaft natürlich, aber man muss ja auch mit kleinen Sachen leben, während das Spiel so gibt. So, jetzt sind wir endlich in der Nacht. Passt doch. Schalte einen Kopf aus. Knapp an den Fahrern vorbei. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Sogar ein Sprintrennen. Ja, perfekt. Au. Das war's ja mal komplett. Ich glaube, da starten wir einfach mal neu. Da starten wir neu. Und
Natürlich hätte er noch hinterherfahren können, aber bis ich da aufgeholt habe, ist das Rennen auch schon wieder halb vorbei. Also von daher machen wir das lieber so. Auf ein neues. Natürlich fährt ein Kopf hier lang, aber er merkt es nicht, dass hier ein paar Racer lang fahren. Mensch! Es fällt doch überhaupt nicht auf, so ein Rennen hier. Naja, wir sind Heat 0, von daher passiert nicht so viel hier. Na gut, das mit dem Crash wollte ich eigentlich nicht aufnehmen. Ich habe gerade einen Porsche Cayman im Visier. Dem mache ich jetzt mal so richtig die Hölle ein. Mach das. Haben das alle mitbekommen? Unsere Zielperson fährt offenbar einen Porsche Cayman. Ich fahre eigentlich immer Cayman. Da ändert sich erstmal nichts. Oh, Bugge. Dass sie das nicht merken. Holy. Holy. Okay, ich bin wieder auf der Straße. Uiuiui. Oh, die Leute, die folgen echt mal. Kein 2 Kilometer Abstand. Also, das ist echt gut. Muss ich schon sagen. Das Rennen ist auch echt lang. Also, wir haben gerade mal 50%. Das ist echt angenehm. Alles gut, alles gut. Ich will ja jetzt nur wirklich Level 23 werden. Aua. Nur Level 23 werden, um die Mission mit Anna zu machen. Ich weiß ja nicht, was ich so Tuningstechnik brauche, weil ich das Rennen ja halt noch nicht vor Augen habe. Das ist nämlich das Gute hier einfach an der. Natürlich sind die Events natürlich nicht mitten im Rennen abrufbar. Jetzt hätte ich nämlich gleich gucken können. Dazu habt ihr in der Nacht auch mal die Karte leer gesehen. Ne? Auch selten. Und das letzte Stück, das ist hier wieder Highspeed und von daher habe ich wieder 1 Kilometer Vorsprung. Yay! Man, immer kommen welche entgegen. Das ist so eine typische Need for Speed-Krankheit. Immer in den Scheitelpunkten oder in den Kurven, wo die Leute dann ihre Route haben. Weg hier.
Kennt ihr das, wenn ihr am Zocken seid und ich bin ja gerade am Aufnehmen, dass euer Handy verdammt nochmal abgeht, mit Nachrichten über bombardiert wird? Oh, gleich die Stufe 2. Ja gut, wo ist denn das nächste Haus? Das ist ja mal, wäre mal gut schön zu wissen. Alles. Hätte ich ganz gerne. Da ist das nächste Haus. Okay, dann fahre ich da gleich direkt mal hin. Weil ich wäre, stand jetzt auf 24. Das ist sehr schön, du. Machen wir dem Trauerspiel ein Ende. Es hat ja sowieso keiner mehr dich Kontakt. Zu mir? Es fährt gerade einer Richtung meinem Haus. Verstanden, Zentrale. Ich stelle die Verfolgung des Zielfahrzeugs jetzt ein. Habt ihr mich die ganze Zeit noch gesucht? Das ist es. Das gibt's doch nicht. Ja, der fährt immer. Weg. Komm weg. Er hat mich nicht gesehen. Bleib einfach weiter am Ball. Du machst das gut. Ja, das sehe ich auch so. Ich habe eine neue Liste mit Teilen für dich. Nice. Jetzt kommen nämlich die Super Plus-Teile. Kommen nur noch die Elite-Teile. Ab 43 gibt es dann die Elite Plus. Und dann wird richtig rasiert. Und Motor gibt es bei dem jetzt endlich. Und neues Nitro ist frei. Das Dreier. Yes. Kostet aber auch 20.000. Ja gut, das nehmen wir einfach mal mit. Und das Reparaturkit ist jetzt endlich mal frei. Kostet allerdings 10.000. Ich habe nur noch 6.000. Geil. Super. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt mal endlich mal ein Nitro der Stufe 3. Da gucken wir natürlich bei unseren Impresa. Vielleicht haben wir da auch was schön. Oh, wir haben ja auch alles frei. Oh Mann, der geht ab dann. Ja, der wird auch. Der kriegt dann auch ein bisschen Power, der Kleine. Gut, ich würde mal sagen, das war eine kurze Nacht. War auch allerdings nur wegen dem Level. Apropos, da können wir eigentlich gleich mal gucken. Ihre Mission.
260. Ja gut, warte mal. Was hat denn der... Unser... Ja, viel fehlt da auf jeden Fall nicht mehr. Also ein paar Rennen fahren. Was würde den denn... Okay. Der hat 2. Also wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um den Kleinen ein bisschen auf Schwung helfen. Aber dann läuft das. Gut, ich würde mal sagen, das war's hier wieder mit der Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Need for Speed Heat. Tschüss.